Hey Leute und willkommen zur neuen Runde von Angezockt. Ich stelle euch immer das Spiel Everspace 2 vor. Schon ziemlich lange im Early Access und seit heute, seit dem 6.4. ist es offiziell Version 1.0.33479. Aber auf jeden Fall ist es jetzt theoretisch fertig. Wird wahrscheinlich hier und da noch ein paar Tweaks geben. Und wir gucken einfach mal rein. Ich habe es für mich selbst schon ein paar Mal angezockt. Soweit wie man theoretisch spielen konnte. Das wurde halt wie gesagt immer weiter aufgeführt und verbessert und erweitert und dann kam neue Story und eine neue Story. Und es macht auf jeden Fall Laune. Ich gucke jetzt mal, die haben wirklich sehr, sehr viel jetzt in dem Update hier noch verbessert, erneuert, keine Ahnung. Ich hoffe mal, ich komme jetzt noch klar hier. Wir nehmen mal ruhig den normalen Modus. Dann gucken wir uns mal erstmal an, was passiert hier. Förderschiffe bleiben in Formation. Wingman, du bildest das Schlusslicht. Verstanden. So, ich bin nämlich der Wingman. Oder Adam. So, ich hoffe mal, mein Rechner schafft das hier mit dem Aufnehmen auch. So, beschleunigen, abbremsen, W und S. Kein Problem. Verdammt! Was ist los? Die Booster sind blockiert. Kann jemand aussteigen und schieben? Hey Ben, hier hinten ist jemand liegen geblieben. Verstanden. Wir treffen uns bei seinem Schiff. So, gucken wir mal hier. Das sieht wirklich richtig cool aus. Was ist los mit dem Ding? Kein Problem. Kann ich reparieren. Na also, geht doch. So gut wie neu. Danke, Ben. Ich habe fast keine Nanobots mehr. Sag mal, wie läuft's mit deinem Schiff? Nur der übliche Verschleiß. Erzähl mir nicht, dass du noch einen Mobilitätscheck machen willst. Wir wollen doch nicht riskieren, dass dein Schiff mitten in einem Kampf auseinanderfällt, oder? Also gut, tu dir keinen Zwang an. Zeig mir erstmal zwei hübsche Strafes. Links und rechts. So. So, hier. Und noch eine. Und jetzt hoch und runter. Ich kann dein Grinsen förmlich hören. Ist es nicht schön, zur Abwechslung mal jemanden zu haben, der sich um dich kümmert? Jetzt ein paar Rollen. Eins, so. Zwei. Ja, beim Spiel kann ich ja ziemlich... Mit einem Boost nach rechts. Ziemlich schlecht werden. Für das Ausweichen von Raketen würde ich dir 4 von 9 Punkten geben. Ja, gar nicht so schlecht, wenn man bedenkt, mit was für einem Schrotthaufen du da rumfliegst. Erzähl das mal Callahan. Ich wette 10 Credits darauf, dass er damit droht, diese Schicht von unserem Gehalt zu streichen, wenn wir ihn nicht einholen. Nein, er ist ein Idiot, aber so schlimm auch wieder nicht. Die Wette gilt. Dann sollten wir ihn nicht warten lassen. So, um das Schiff können wir boosten. Wir können auch in Cruise Drive gehen. Hast du dich endlich für eine Heimatwelt entschieden? Ja, Eden 12 soll's sein. Der Name ist lächerlich, aber zu diesen terraformten Seen kann man einfach nicht Nein sagen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es sein wird, endlich draußen zu sein. Für uns wird es Plasma-Gin und Sonnenuntergänge geben, mein Freund. Nach den ganzen Strapazen, die wir hinter uns haben, ist das das Mindeste, was wir verdient haben. Mhm. Also wie gesagt, dieser Shift-Boost hier ist so ein etwas schnellerer. Aber F ist quasi, dann gehen wir in so einen richtigen Hyperdrive, sage ich jetzt mal. Da kommen wir noch schneller an einem Ort. Weil der Boost hier ist auch nur begrenzt. Man sieht hier leider keine Anzeige. Wenn das nicht unsere beiden Faulenzer sind. 5 Sekunden länger und ich hätte diese Schicht von eurer Abrechnung gestrichen. Wie ist die Lage? Der Eingang wird von Hydra-Anemonen blockiert.
passiert. Und da du dafür bezahlt wirst, solche Angelegenheiten zu regeln, dachte ich, ich wäre so nett und lasse dich deine Credits verdienen. Bin schon dabei. Nett von ihm. Immer noch blockiert? Sehr schön. Wingman, du gehst zuerst rein und sicherst einen Weg zum Kern. Der Techniker wird mit etwas Abstand folgen, falls etwas repariert werden muss. Wie viel Abstand? Genug für eine Kehrtwende, falls es Schwierigkeiten gibt. Mhm. Die anderen warten mit mir draußen, bis ich das Signal gebe. Alles klar, ich gehe rein. Dann hat man hier auch manchmal so ein paar Einlagen, wo man so ein bisschen vorsichtiger fliegen muss. So. Sieht aus, als hätte die letzte Schicht den Asteroiden nie verlassen. Machen wir hier ein bisschen sauber. So, dann muss man hier ein bisschen aufpassen. Also das können wir hier ruhig einsammeln. Hui. Weniger als 48 Stunden gegenseitig umgebracht. Verdammt. Robusto und doch leicht in Kristalle. Credits. Könnten noch am Leben sein. Vergiss keine Herren. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Dann können wir noch ein bisschen von diesen von der Biomasse einnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt hier noch was bringt. Man das dann im Endeffekt auch überhaupt behält. Bekleidung, das kann man verkaufen. Noch mehr Credits. Credits. Nice. Hier ist noch ein Wrack. Spirituosen. So, gehen wir mal hier. Der Zugang zum Kern ist eingestürzt. Versuch's mal mit deinen Raketen. Bam. Wer auch immer die geschickt hat, könnte noch da drin sein. Wir werden sehen. Das war eine Drohne. Schupp. Vielleicht wurde hier irgendjemand eingeschlossen. Das können wir hier hacken. Warte hier, ich sehe mal nach. Sei vorsichtig. So, hier unten rechts seht ihr bei meinem Hub da unten rechts meine Raketen. Ich habe 18 Stück, habe ich noch. Dann gucken wir mal, ob hier irgendjemand sich noch versteckt. Na, ist hier keiner. Ah, hallo. Endlich, mein Rettungsteam. Ich habe keine Ahnung, wer Sie sind. Hey, du bist Gian. Oh, Leute. Eine Rakete. Keine Rettungstrupps. An alle, es könnte gleich heiß hergehen. Wir waren Outlaws und vielleicht kommen noch mehr. Ja und? Wir haben immer noch eine bewaffnete Eskorte da draußen. Sie könnten jeden Moment hier sein. Mhm. Kein Grund mehr, schnell zu arbeiten. Packen wir es an, Leute. Diese Kristalle bauen sich nicht von selbst ab. Ben, dieser Outlaw war von Bloodstar und nicht nur irgendein Handlanger. Er hatte sogar eine speziell angefertigte Coilgun. Ich werde den Hauptschacht im Auge behalten. Und ich werde die Coilgun behalten. Hoffen wir, dass wir sie nicht brauchen.
So, dann können wir die ausrüsten. So, hier haben wir so unser, Menü. Inventar, kann man so sagen. Das und das war eingenommen. Hier haben wir die Coil Gun. Die macht, es gibt einmal kinetischen Schaden und Energieschaden. Kinetisch ist gegen die Hülle und Energie gegen Schild. Reichweiten haben sie verschieden, Feuerraten. Also wie gesagt, das sind jetzt hier so die Anfangswaffen. Es gibt seltene oder hier die normalen, gewöhnlichen. Und dann gibt es natürlich noch, ich glaube, rar und noch eins darüber, episch oder so. Gadgetbot, Panzerung, also wie gesagt, wir sind noch ganz, ganz, ganz am Anfang. Wir haben die schlechteste Feuerkraft, alles ganz unten. Es gibt verschiedene Ultimates oder Spezialsachen, die man haben kann, je nach Schiffstyp. Wir sind momentan in Sentinel. So, wir machen die mal hier rein. Später kann man auch Sachen herstellen, also so ein bisschen Crafting gibt es hier auch. Hier ist eine riesen Karte mit den verschiedenen, ja, Sternsystemen, sag ich mal. Wingman, und das sind hier unsere Missionen. Oh, wir gehen erstmal zurück. Behaltet die Minenarbeiter im Auge. Ich möchte nicht, dass irgendwelche Kristalle in den falschen Taschen landen. Mhm. Scheint ein super Chef zu sein, ja. Hey, was ist das für ein Gerüttel? Das könnte das Rettungsteam des Bloodstar-Typen sein. Und wenn sie unsere Eskorte draußen entdeckt haben, werden sie nicht nur mit Sanitätern anrücken. Verdammter Mist. In Ordnung. Ich möchte, dass alle ruhig bleiben und sich von den Wänden fernhalten. Ich kümmere mich drum. Mhm. Zeit, meine Credits zu verdienen. Oh shit. Kommandant, sind Sie hier? Verdammt, GNB. Sie sind vor uns angekommen. Kein Problem. Mehr Lösegeld zum Abkassieren. Schnappen wir sie uns. Immer in Bewegung bleiben. Ich werde sie mit der Zielerfassung anvisieren und meine Raketen erledigen den Rest. So, mittlere Maustaste. Tschüss. Hui, der hält zwei aus. Nur noch einer übrig. Ups. Das war's. So geht's auch. Geht's allen gut? Alles okay. Nanobots. Du wirst sie brauchen. Meine Sensoren leuchten wie verrückt. Es kommen noch mehr von denen durch den Hauptschacht. Nehmen wir die Abkürzung direkt durch. So, wir können uns hier reparieren mit diesen Nanobots. Da sehen wir jetzt hier oben links, wie meine die rote Linie da aufgefüllt wurde, also mein Leben. Das Orange ist, glaube ich, eine Rüstung und das Blaue ist ein Schild. So, Sprenge, Bohrkopf. Mhm. Oh shit. Eieiei, ich bin zu fett. So, ab nach draußen. Oh shit. Und damit willkommen zu Everspace 2. Ich glaube, den großen kriege ich da nicht. Das ist ein großes Schiff da. Piu, 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 piu. Die schlachten die Eskorte ab. Verdammt nochmal. An alle, versucht euch vorbeizuschleichen. Ich werde sie beschäftigen. Naja. Piu, piu. Noch mehr von denen. Alter. Können wie gesagt immer noch die Nanobots nehmen, falls es. Oh. Piu, piu. Wir müssen jetzt hier halt nur ein paar töten, dann geht die Story automatisch weiter. Oh.
Das Triebwerk ist zu heiß. Es muss erst abkühlen. Ich verschaff dir etwas Zeit. Haben wir schon 20 Schiffe zerstört hier. Au, au, au. So, man muss auch ab und zu mal die Kanone abkühlen lassen, beziehungsweise hat nicht unendlich Energie, um hier Dauerfeuer zu machen. Deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu mal nicht schieße oder so, weil es einfach meine Waffe überhitzt. Shit. Oh. Mist. Was ist los? Zum Großen wollen wir nicht. Und jetzt kommt das Feuer hoch bis ins Cockpit. Benutzt den Feuerlöscher, Sauerstoff verringern. Du schaffst das. Ich schaff das. Kann ich schießen? Oh, okay. Ah, schade, dass man hier nirgendwo sieht, wie viel man die überhitzen. Wo ist denn Ben? Da hinten. Ups. Soll nicht abschießen. Wir müssen schnell zu Ben. Ben, ich komme. Ja, unser Boost hält nicht ewig. Oh shit. Alle Systeme sind ausgefallen. Da wurden wir wohl geschnappt. Hier, diese Zwischensequenzen sind auch cool gezeichnet. Verschwendest deine Energie. Wir sind von einem Kraftfeld umgeben. Abwarten und das Beste draus machen. Dein Arm sieht übel aus. Ein Willkommensgruß? Ich bin schon eine ganze Weile hier. Wollten nur mal wieder schauen, ob ich rede. Wo haben sie dich aufgegabelt? Ist das eine GNB-Uniform? Gut erkannt. Diese Typen haben keinen Stil, Amateure. Die werden versuchen, einen guten Preis für dich rauszuschlagen. Wenn du dich so gut auskennst, müsstest du doch einiges über Outlaws wissen. Ich weiß viel mehr. Mehr, als die je aus mir rauskriegen werden. Hört ihr? Wenn das mal nicht die Gasmaske ist, wo ist dein Boss? Die Dinge haben sich geändert, Boscha. Und weil dein Zellenkollege den Chief umgebracht hat, habe ich jetzt das Sagen. Hat er das? Und ich werde dafür sorgen, dass du für deine Beleidigung mehr leidest als je zuvor. Wo ist mein Freund, Corbin Grendel? Er ist auf der Krankenstation. Noch. Vielleicht lebt er lange genug, um noch etwas Lösegeld anzubringen. Laut DNA-Scans bist du ein militärischer Klonpilot. Kein Wunder, dass du meinen Vorgänger erledigt hast. Ich frage mich, wie viel du wert bist. Was, wenn ich dein Profil rausschicke? Schlechte Idee. Dir würde nicht gefallen, wer mich dann suchen kommt. Warum sollte ich auf einen Klon hören? Ich weiß, wie man Geschäfte macht. Interessant. Interessant. Die Station steht unter Beschuss. Bemannt die Geschütze. Freunde von dir? Ja, solche, die mich tot sehen wollen. Stromausfall. Das Kraftfeld ist weg. Das ist unsere Chance. Stemmen wir die Tür auf. Los. Hilf mir. Komm her. Zieh! Verschwinden wir, solange sie abgelenkt sind. Hier geht's zum Hangar. Warte. Ich gehe nicht ohne meinen Freund. Sei kein Idiot. Er ist so gut wie tot. Na gut, hol ihn. Aber schnell. Ben. Hey, Ben. Was ist los? Das ist unsere Chance zu verschwinden. Komm. Vergiss es. Ich bin erledigt. Ich bring dich hier raus. Keine Widerrede.
Hier drüben! Danke fürs Warten. Keine Ursache. Vielleicht habe ich mehr Glück mit einem Klonpiloten. So, nice. Vorsicht! Betrachten Sie das als Warnschuss. Angreifern wird geraten, sich sofort zurückzuziehen. Du bist eine Hawk. Flug. Das ist nicht mein erster Tanz. Richtig, die Sache mit dem Militärklon. Rumballern liegt dir in den Genen. So, wir müssen die Störsender ausschalten hier. Hier ist irgendwo noch eine Kanone. Muss ich glaube ich näher ran und dann deaktivieren. Wie gesagt, wir können hier nicht gewinnen, also gegen die Einheiten da. Wir müssen einfach nur die Störsender ausschalten. Alles klar da hinten? Ich weiß nicht. Sieht übel aus. Ich bring uns hier raus. Versprochen. So, er schießt auch mit. So, wir können hier aber trotzdem Sachen einsammeln. So, einer ist noch. Ich versteh's nicht. Die Flotte hat hier nichts zu suchen. Das ist unsere letzte Warnung. Leite Scan aller Einheiten ein. Einen militärischen Klon zu unterstützen, ist ein Verstoß gegen den Friedensvertrag. Übergeben Sie ihn. Wir finden ihn so oder so. Sind Sie hinter dir, Herr? Ja. Ich hab der Gasmaske gesagt, er soll mein Profil nicht senden. Bringen wir's zu Ende und hauen ab. Oh, shit, Alter. Ey. Bam. Wir haben Sie identifiziert, Mr. Roslin. Ich schlage vor, dass Sie Ihren Sentinel kampflos übergeben. Halt dich fest, Kumpel. Sicher nicht. Wir erreichen gleich Supralicht. So, und jetzt drücken wir das hier und sind weg. Müssen wir hin. Das ist unser Ausweg. Ich habe schon öfter Klone kämpfen sehen, aber verdammt. Nicht dein erster Tanz. Du bist eine verdammte prima Ballerina. Nein. Wie heißt du, Kumpel? Adam. Und das da hinten ist Ben. Er braucht dringend einen Sanitäter. Die einzigen Sanitäter hier draußen arbeiten für GNB. Und da willst du im Moment nicht sein. Nicht mit einem Flottenhaftbefehl im Nacken. Mann, wir waren schon mit einem Fuß aus der demilitarisierten Zone raus. Sag mir nicht, dass du so einen GMB-Rentenvertrag hattest. Er heißt Lionel Grady Ruhestandsplan. Pläne sind was für Narren, mein Freund. Ich bin übrigens Stax. Versetzen wir deinen Kollegen in meinem alten Versteck in Stasis.
Das gibt dir etwas Zeit, um zu überlegen, wie du sein Leben retten kannst. Schätze, ich habe keine andere Wahl. No. So. Dann haben wir hier quasi so eine Geheimbasis von dem Dex. Aber der verrät uns noch nicht so alles, was er so... Ist schon eine Weile her. Hoffentlich ist der alte Rosthaufen noch nicht auseinandergefallen. So. Ab in die verlassene Basis. Da fliegen wir jetzt erstmal hin. Hey Kumpel, wir sind da. Oh Mann, das ist schlimm aus. Ben reagiert nicht. Wir müssen irgendwas tun. Es gibt eine Krankenstation, aber wir müssen erstmal zum Kontrollraum. Das ist also dein Versteck. Das ist ja riesig. Eine alte Militärbasis. Hab sie nach dem Krieg gefunden. Hab mich hier ein paar Jahre versteckt, nachdem die DMZ gegründet wurde. Da wären wir. Ja, schlimmer als ich dachte. Ein Problem mit dem Reaktor. Wir haben nur ein paar Grundfunktionen. Was ist mit der Krankenstation? Die Kryokapsel läuft mit Notstrom, aber keine Chance, die medizinischen Einrichtungen zu aktivieren. Im Moment können wir deinen Freund nur einfrieren, bis der Reaktor wieder läuft. Schaffen wir ihn so schnell wie möglich da rein. Alles klar. Rodia. Schön vorsichtig. Um den Reaktor zu reparieren, brauchen wir Ersatzteile. Ich kann dir dabei helfen. Gut, ich gebe dir eine Liste mit. Eigentlich ja ganz schön hier. Es war wirklich nur ein Übergangsversteck. Aber man kann sagen, wir hatten hier gute Zeiten. Du warst also nicht allein? Hier ist die Kryo. Ja, sieht funktionstüchtig aus. Schlaf gut, Kumpel. Erledigt. Dann kümmern wir uns mal um den Reaktor. Ich habe das Gefühl, du verheimlichst mir was. Dieser Ort. Wovor habt ihr euch versteckt? Was ist mit deinen Kollegen passiert? Ja, ich dachte mir schon, dass du Fragen stellst. Pass auf. Ich hab dir vertraut. Warum riskierst du jetzt nicht dasselbe? Vertrau mir auch. Ich sage dir über Funk, was du wissen musst. Mhm. Hier muss jede Menge repariert werden. Aber wir haben noch genug Ressourcen, um unsere Schiffe zu flicken und Munition aufzufüllen, falls wir Probleme kriegen. Im Lagerraum ist auch noch etwas Platz. Du kannst deine Fracht also jederzeit abladen, wenn es in deinem Sentinel zu eng wird. Hier ist eine Liste mit den Sachen, die wir brauchen, um den Reaktor zu reparieren. Metallschrott, ein Kühlaggregat? Sollte kein Problem sein. Das Kühlaggregat könnte problematisch sein. Schau dir das Trümmerfeld in der Nähe an. Da könntest du am ehesten eins finden. Ich habe mir übrigens erlaubt, zwei Routinen in deinem Schiff zu installieren. Einen EMP-Generator und einen Powerbooster. Ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass du an meinem Schiff herumspielst. Bedank dich bei mir, wenn dir eine meiner Routinen das Leben rettet. Das sind quasi wie so eine Ultimate-Aktivierung. Offensivroutinen sind unverzichtbare Instrumente, um mit stärkeren Gegnern oder großen Gruppen fertig zu werden, während defensive Routinen einem Piloten helfen, länger zu überleben. Einige Routinen benötigen ein Ziel, das sich in Reichweite befindet, um zu funktionieren. Andere können in jeder Situation aktiviert werden. Routinen können mit Upgrade-Tokens, die du bei deiner Stufenaufstiegs erhältst, verbessert werden. Wenn eine Routinenstufe 5 erreicht, werden die jeweiligen Routinen-Modi freigeschaltet. Mit diesen kannst du die Routine nach deinen Wünschen optimieren und Synergien finden und ausnutzen. Rüste Routinen in den Schiffsmenü aus, experimentiere mit verschiedenen Routinen und Modi und finde die richtige Mischung, die zu deinem Spielstil passen. So, wir füllen, aber wir haben keine Kohle, wir können keine Dings auffüllen. So, hier ist unsere Homebase im CETO-System. Wir können theoretisch, wir haben wirklich jetzt nichts, was wir noch damals eingesammelt haben, haben wir nichts übrig gehabt, außer diese Gatling Gun hier.
Ja, wie gesagt, ich habe kein Geld, um hier irgendwas zu kaufen. So, herstellen könnten wir theoretisch auch, aber wir haben nichts. Da levelt man aber auch auf, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Man kann dann immer stärkere Sachen herstellen. So, Schiff haben wir, wie gesagt, nur unseren Sentinel. Man kann hier auch verschiedene Farbstile nachher noch bekommen. Hier ist dieser EMP-Generator. Der erzeugt einen elektromagnetischen Impuls, der alle Ziele um uns herum von 500 Metern für 6 Sekunden außer Gefecht setzt, das richtig gut ist. Und der Power Boost, der katapultiert das Schiff für 2 Sekunden nach vorne. Hört sich jetzt erstmal bad an, aber ist manchmal ganz gut, einfach erstmal abzuhauen oder Abstand zu gewinnen von den Gegnern, um seine Schilde wieder zu regenerieren oder seine Waffen, dass die wieder mehr Energie haben. Später gibt es auch, glaube ich, so einen Boost, wo man Gegner rammen kann und Schaden macht. Der war auch nicht schlecht, fand ich. So, Mission ist, wir sollen jetzt erstmal hier diese Altmetall-Dinger hier finden. Und Daten, da gibt es hier bestimmte Herausforderungen, Gegenstände, was man sammeln kann. Hier können wir über Charaktere gucken. Wer was ist, warum, wieso, weshalb. Oder Adam. Das Lustige war, im ersten Teil, also Everspace 1 oder Everspace nur, er war halt ein Klon und immer wenn man gestorben ist, wurde halt ein neuer Klon generiert. Und das war quasi so dieses, in Anführungszeichen, Roguelike, also immer wenn man gestorben ist, wurde man einfach wieder geklont. In dem Teil haben sie es jetzt anders gemacht, der kann nicht mehr geklont werden, das sagt er nachher auch. Er ist quasi der letzte seiner Art, seine Klone, weiß was ich. Und wenn wir sterben, dann sind wir halt tot. Aber so haben sie es im ersten Teil quasi gelöst. Immer wenn man stirbt oder einfach einen Klon gemacht. Also man kann hier sehr viel Hintergrundinformationen noch lesen. Und wir werden jetzt erstmal noch ein paar Missionen machen, damit wir hier auch mal ein Level aufsteigen und uns das nochmal angucken. Und ja, ich würde aber sagen, wir speichern jetzt erstmal und gucken in die nächste Folge. Ist schon 30 Minuten hin, ja. Gut, ich bedanke mich immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat soweit erstmal gefallen. Wie gesagt, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel. Das Fliegen macht, ist super intuitiv, reagiert gut, obwohl wir hier noch so ein, in Anführungszeichen, Kackschiff haben. Da gibt es auf jeden Fall nachher noch richtig coolere, größere oder kleinere, schnellere Schiffe. Und wir gucken uns das einfach mal an, wie weit wir kommen oder wie ihr es annehmt, ob es euch gefällt oder nicht. Und dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Ich sage erstmal Tschüss, bis dahin, euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.